Voll in den Kopf. Och, ist denn ernst? Warum ist er nicht gestorben? Ist aber voll in den Kopf. Warte, ich erschieße dich gleich. Ist da okay. Hallo? Okay, ich glaube, mein Reh war kaputt. Ja, ich kriege nächstes Jahr zu Weihnachten den Segel. Ich glaube. Immer auf die Wunschzettel drauf. Sag doch nicht sowas. Okay, als nächstes mache ich alles dafür, dass Thorsten seine Siege bekommt. Ich kann das nicht mehr hören. Wo ist jetzt der andere? Dann will ich sie nicht mehr. Nee, jetzt kriegst du sie, ist mir egal. Nee, Hashtag Thorsten nicht vergessen. Weißt du, ich mache ja nun schon hier Geld ohne Ende, soweit ich kann. Ich aber nicht. Nee, du nicht, nee. Du gibst nur Geld aus mit deinem Treibstoff. Ja, hallo, weil ich für die Garage hier Holz machen muss. Die jemand abgerissen hat, die plötzlich weg war. Kenne ich nicht denjenigen. Das ist übrigens Lugo auf dem Land, die übelste Gangstermucke. So. Cowboy-Hit würde ich auch so tragen. Also, was habe ich gerechnet? Gerechnet habe ich. Habt ihr nicht gesagt im Laden? Ich sehe die nicht. Die Maschine. Links, ganz links. Ach da. Okay, dann habe ich gesagt 1, 2, 3, 4, 5. Was habe ich noch gesagt? Melkmaschine, Weizen. Was habe ich noch gesagt? Irgendwas war noch. Metall? Ach ja. Ach ja, Baumarkt dann, ja genau. Schademt. Verdammt, damit du Licht hast in deiner Garage. Da, auch da denke ich an dich, ja? Ja, nur weil du die Garage weggerissen hast. Ich hab dir aber wir haben vorher kein Licht in der Garage. Doch, wir hatten Licht. Wir hätten sie auch neu streichen können. Nee. Ich reiß das Ding ab. Hashtag Siege für Thorsten. Merkmaschine, um die Merkmaschine zu benutzen, stell eine Milchkanne unter den Hahn. Ach fuck, jetzt brauche ich auch noch eine Milchkanne. Und die Rechnung geht schon wieder. Mitch kann er. Doch, die kann man so leisten. Alles gut, Thorsten. Ich habe dich nicht vergessen. Jetzt hör auf damit, ich hab ein schlechtes Gewissen. Denn der alte Holzdurst noch. Nee, natürlich nicht, weil er keine Säge bekommt. Du hast doch eine Säge. Ja, schau mal das verrostete Ding hier an. Ich hab fünfmal geflickt. Gar nicht. Weil du das auf Fisch bestellen musstest, das Ding hier. Du hast das damals gekauft, nicht ich. Wollte ich nur erwähnt haben. Ja, du hast die Putze gekauft. Aber die hat nichts gekostet. Ja, deswegen ja.
kleine Garage eingerissen. Die Putze gab es gratis dazu. Jetzt siehst du mal positiv, wir haben einen Luxus. wir haben einen Luxuswiderstand. What the fuck, was ist das für ein Stein gewesen? Thorsten hat nie Schuld. Ja, sechstes Mal. Da weißt du nichts drauf, gell? Ja. Fühle ich jetzt nicht so. So, dann mache ich nochmal 90 Dollar. Weißt du eigentlich, was das für ein Fortschritt ist mit einer Make-Maschine? Ich meine, ich könnte ja auch einen Milchspulen holen, dann würden wir ein bisschen Kinder machen. Aber ich entscheide mich erstmal für deine Säge, ja? Bevor ich einen Bullen hole. Kannst du mal sehen. So bin ich nämlich bist zu dir. Mit der Polizei jetzt? Hast du mir drohen oder was? So ein Penner, ne? Ich geb Thorsten eine Spielzeugsäge. Warum stimmt das jetzt hier so? Ja, weil du mich wütend machst. Aha, die stumme Jura. Ja, genau. Das passt hier alles. Ich weiß, dass das passt. Das muss einfach passen. So. Weil ich bin halt Guru im Tetris spielen. Nur mit der Wegfindung habe ich es noch nicht so ganz. Mit dem Autofahren. Autofahren kann ich gut, ja? Mhm. Das beweisen diverse Clips, glaube ich. Oh mein Gott, ich komme jetzt schon. Ich war auf Wischbestalt hier. Die Clips? Ja. Oha! Warum bist du denn so? Die Milchspulen aber nicht melken. Soll ich denn sein? Die Milchspulen, also ich würde, warum soll ich einen Bullen melken? Das macht für mich so keinen Sinn. An was soll ich ihn denn melken? So, Kuh. Wenn du jetzt nicht funktionierst, dann raste ich aber aus. Dann ist meine Kuh wirklich kaputt. So. Also Geld ausgeben kann ich gut, aber ich kann auch gut Widgets machen. So, zack. Futter. Dann Thorstens Garage beleuchten. Damit er nicht mehr weint. So. Dann. Warte mal, Milchkanne. Und wenn das Ding noch fährt, ey. Ich meine, die treibt sich ja eh die ganze Zeit hier hinten rum, ne? Die Kuh. Aufheben. Also, ich kann die aber auch. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, wenn das hier funktioniert. Ach, hineinlegen. Okay. Und wie? Wie genau funktioniert das jetzt? Moment. Kannst du mal stehen bleiben, du komische Kuh? Dann bleibst du da. Ah, jetzt muss ich. Ah, so. Okay. Jetzt hängt die da dran, ne? Ah. Ich mach mit. Thorsten, ich mach mit. Mit der wilden Hede. Oh. Was, das war's? Mehr Milch machst du nicht? Na gut. Will ich den Stummisch wieder nach Hause finden?
So, dann einmal. Jetzt kann ich ja Quark machen. So, sollte ich zumindest können. Die Kurte, wie gut, du hast sie geklaut. So, warte. Ich mache jetzt erstmal. Ich mache jetzt mal Quark. Jetzt schau mal, was ich. Ja, warte kurz, sonst brennt mir die Milch an. Warte doch mal kurz. Ich muss gucken, dass sie nicht überläuft. Ich guck gleich. Ich koche zum ersten Mal Milch. Du hast ein neues Hemd an. Schön, dass es dir auffällt. Aber wo wird denn Bart Löcher? So, und jetzt, wenn ich das Produkt nehme. Ah ja. Guck mal, ich habe Quark gemacht. Daraus könnten wir Käse machen, aber das mache ich nicht, weil. Was mache ich denn jetzt mit dem Quark? Das stand doch irgendwie. Ach shit, ich brauche eine Kühltruhe, ne? Ach so, nee, warte, hier muss ich das hineinlegen. Aha! Doch, so funktioniert das. Okay, ich komm gucken, was machst du? Ah, guck mal. Was hast du denn gemacht? Hast du eine Säge gekauft? Ach nee, es ist die Säge. Nee. Geh mal in deine Garage, guck mal da rein, ich habe auch was für dich gemacht. Ich musste nur das, den Benzinkanister weglassen. So, das ist ja cool. Okay. Das heißt, der Quark, der reift jetzt. Ja, cool. Schade, dass ich keinen Schimmel oder so habe, aber das probiere ich dann aus mit dem Käse. Gut, das heißt, die Marken, die packe ich mal hier irgendwie hin. Coolio. Das heißt, wenn die Schweine wachsen, kann ich uns mit Milch über Wasser halten. Thorsten, ich mache uns reich. Du kriegst die schönste Säge, die es gibt. Vertrau mir. Ich kümmere mich darum. Vorausgesetzt, die Sachen sind im Angebot. So, achso, ich habe keine Milch. Okay, also zwei Quark hat's gereicht. Okay. Als ich gerade im Laden war, stand da nicht sogar Quark drauf? Bin mir gerade unsicher. So prinzipiell kann ich das Ding ja hinstellen, wo ich will, weil ich ziehe die ja dann eher hin. So, dann so und du da rein. So, dann gucke ich mal, ob ich um 18 Uhr... Dann sind wirklich die Eimer-Buggy. Dann sind die Eimer-Buggy. Das ist natürlich scheiße. Und schade, natürlich zugleich. Na, Schimmel brauche ich, um aus dem Quark Käse zu machen. Ich räume mal hier auf, ne? In der Zeit, wo du hier abreißt. Aber reiß nicht deine Scheune ab, das geht schneller, als du denkst. Oh fuck, die Schweine am Ohr. Ich klär mit ab, wenn du im Weg stehst. Entschuldigung, ich habe hier die Popo aufgehoben wegen dir. Für dich. Ey, die sieht schon wieder so dick aus, ne? Mann, geh doch mal weg. Du dicke Sau. Auf jeden Fall haben sie jetzt mehr Platz. Denk dran, noch eine Schleuse zu bauen. Ja, bin ich gerade dabei, aber die Schweine im Weg stehen, ist nicht so einfach. Futter. Man merkt genau, mit welchem Auto ich fahre, mit welchem du, ne? Das hört man direkt an der Musik. So, einmal Futter. Das klingt sehr weihnachtlich. Dein Musikstil klingt sehr weihnachtlich. Nee, bau das mal nach innen. Nee, nach außen, nicht nach innen. Ja, aber dann kommen wir hier so weit raus. Schaut doch scheiße aus. Na gut. Oder nicht? Ja, so nimmst du uns halt den. So nimmst du halt Platz von innen weg und die stacken da dann bestimmt dran. Warte mal kurz. Ich muss Essen auffüllen. Reiß das Ding mal wieder weg, wenn du eh schon drin bist. Hab ich gemacht. Ich fülle hier kurz mal alles auf. Futter habe ich eigentlich hier erst in der Nacht gemacht. Aber. Ne, sieht gut aus. Alles tutti. Haben wir neue Küken? Oh Gott, haben wir viele Eier bekommen. Sehr gut.
Sehr, sehr cool. So, wie sieht die Kuh aus mit dem Futter? Mal reinmachen. So um 18 Uhr kann ich ja dann nochmal machen. Was? Warte. Größere Größe haben. Nee, es reicht doch halt so. Hier ziemlich eng. Nee, passt schon so, würde ich sagen. Nach innen wird halt total viel Platz auch weggenommen vom Gehege. Ich konnte leider nicht anders bauen, weil das Silo gedöhnt sonst. Umsteht. Ja, fertig. Na, siehst du. Gefällt dir die Beleuchtung in deinem in der Garage? Ist sie so okay für dich? Das freut mich. So, und dann holen wir dir erst eine Säge und dann holen wir uns einen Bullen und dann einen Kühlschrank. Oder? Wie siehst du das? Oder brauchst du die Säge jetzt nicht mehr? Hast du eigentlich gesehen, was ich hier hinten gebaut habe, in den Raum? Nee. Ah ja. Brauchst du eine Küche? Ja, nice. Ein neues Arbeitszimmer. Cool, damit ich noch mehr Fleisch produzieren kann. Ich würde mir so Regale wünschen. Ja, aber gibt's da nicht. Einen Ofen. Sicher, dass man einen Ofen nicht noch kaufen kann? Kann man bestimmt kaufen im Baumarkt, oder? Was meinst du? Ein Tisch. Egal, glaube ich, gibt es einen Flammen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Licht. Ich muss mal gucken, wie ich die Schweine. Ich glaube, das mache ich über die Scheune mit der Beleuchtung. So, ich guck mal, ob ich die Kuh noch mal melken kann. Wir dann viel haben, viel Stuff. Komm her, Kuh. Bleiben Sie stehen, junge Dame. Danke. Die braucht aber keinen Sprit oder so, ne? Die Dings hier, ne? Also der Quark, der braucht auf jeden Fall eine Weile. Bis der dann fertig ist. Ich hoffe, der bringt gut Geld, ey. Ich finde, so langsam geht's hier aber gut ab, oder? Was sagt der Chat dazu? Hallo? Hallo, Chat? Ich kann dir schon mal eine Dekoration bringen, dann werden da eh beide drin. Hier, guck mal, das kannst du hier da hinstellen dann? Hier? Bocek? Chat? War der Mädchen angebrannt? Nee. So. Ich mag das mit. Ja, ich hab die doppelt. Ich hab bis hier hinten schon drunter. Ich steck's mal drunter, ne? Nee. Na, wenn du da deine Arbeitsplatten fertig hast. Sieht doch nice aus, die Garage. Also viel hübscher als die alte. War doch gut, dass ich die abgerissen habe, siehst du? Aber ich gebaut. Was soll das denn jetzt heißen? Hä? Ja, dass ich die Garage gebaut habe und deswegen gut aus. Was machst du jetzt mit dem Holz? Ich dachte, wir brauchen das hier, aber anscheinend brauchen wir es nicht. Anscheinend habe ich mich geirrt. Dann gehe ich nach meinem Quark gucken. Ich hoffe, dass man dann so ein... Oh. Ja. Dass man so ein Herd irgendwie einzeln kaufen kann auch. So. Kann ich morgen früh... Also wir haben jetzt viermal Quark. Wie viel auch immer das sein wird. Aber es sieht schon sehr viel aus. Ich hoffe, das bringt gut Geld. Jetzt müsste ich mal gucken, dass ich auch noch Schimmel finde, weil Schimmel könnte ich mit in die Milch tun und dann wird daraus Käse. Ja.
Also ich bin mit dem Fortschritt zufrieden aktuell. Ich lag immer hier am Dachboden, das restliche Holz. Ja, macht ja Sinn. So, schlafen unsere Hühner schon? Dann kann ich hier nämlich mal ein bisschen Lucky-Lucky machen. Das stecken wir hier erstmal. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Und unsere Hühner schlafen noch nicht? Hier hinten gehen die gar nicht hin, ne? Wir hätten wahrscheinlich das gar nicht so groß machen müssen. Nach hinten hin. Aber na gut. Kannst du ja vorher nicht wissen. Zack. Da komme ich nicht ran. Die Tiere schlafen immer erst ab. Achso, ab 21 Uhr. Achso, ich dachte auch um 20 Uhr dann. Bitte attackiert mich nicht. Ich überprüfe nur, ob ihr Babys bekommt. Gott, dass sie sich immer so komisch dreht, ne? So, ich glaube aber, da wird nichts drin sein. Ne. Was habe ich denn hier für eine Parade eigentlich? Hühnerparade. So. Noch werde ich nicht gebissen. Ich hoffe, ich komme auch noch raus, wenn ich gebissen werde. Ja. Ja, ja. Okay, 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 okay. Beruhigt euch! Das waren direkt drei Stück auf einmal, die mich gebissen haben. Okay, beruhigt euch. Ich weiß, da ist ein Kind drunter. Alles gut. Geh schlafen, es ist 21 Uhr. Geh schlafen. Ich muss doch Eier kontrollieren. Hätte ich das Futter auch noch oben dran? Ich würde das eher hier unten lagern, weil wir das öfter mal wollen. Hier unten ist schlecht, ne? Oder ich würde es hier in dem Raum? Hier in dem Raum, oder? Da müssen wir nicht immer hochrennen. Du liebst die Hühner. Ich mag unsere Garage. Ja, die Garage ist deine. Stell dir mal die ganzen Sachen hier hin und kannst sie ja mal anordnen. Hier, stell dir die Anne da vorne hin. Ja, hier vorne. So, dann haben wir hier auch mehr. Irgendwie steht der Brunnen jetzt falsch. Also vorher war der ja mittig, jetzt ist das irgendwie nicht mehr so. Das pennt die nicht, ne? Scheißhühner. Okay, warte mal. Das ist das hintere gewesen, oder? Und eins hiervon wird auch... Oh ne, beide vorne sogar. Okay. Eins. Ja, okay. Meine Güte. Ah, nein. Komm zurück. Thorsten. Ich habe ein Hühnerproblem. Oh. Halt. Bleib stehen. Aua. Meine Güte. So. Sieht doch gut aus unserer Range, würde ich sagen. Ich finde die nice. Schweinestall werde ich auch noch beleuchten. Schweine. So, so steht doch der Brunnen da gar nicht. Naja. Später bauen wir den wahrscheinlich irgendwo anders. Aber die haben jetzt wenigstens mehr Platz. Ja, die haben mehr Platz und. Auch wenn es ein bisschen krumm und schief ist, aber besser ging's nicht. Oh Gott. Ich komme hier irgendwie nicht rein, weil da ein Schwein liegt. Lass mal kurz gucken. Nicht schwanger, nicht schwanger. Ich sehe gerade nämlich nicht, was Männlein und Weiblein ist. Die ist schwanger. Die ist schwanger. Du bist ein Typ. Mal wieder zwei Schwangere. Na, der Rest hier sind Boys. Ich warte aber, dass die Boys dick werden. Ey, das kam so viel Fleisch daraus. Das ist das Ding hier auch fertig. Kann ich eigentlich so interessensmäßig? Naja.
Würde das cool aussehen? Ich glaube ja. So als Eingang. Vielleicht haben wir nicht irgendwie so Regale oder so bauen können einfach. Wenn die einen Doppelkern und Bierbauch haben, sind sie reif. Ja, ja, das habe ich schon. Habe ich schon festgestellt. Ja, so ein Wandregal würde ich halt auch voll cool finden, aber gibt's halt auch nicht. Aber die Garage, die sieht schon stylo aus. Dann nur ein Tisch. Das war's. Ja. Sieht schon nice aus. Achso, ich geh mal nach dem Quark gucken. Oh ja. Oha. Ach, Käse jetzt. Okay, cool. Ist ja schon Käse. Hä, ich dachte, ich brauche dafür Schimmelzeugs. Ist das ein 100er Pack Metall oder ein 50er? Ein 50er Pack Metall und das andere ist ein 10er Pack. Es gibt einen 10er und einen 50er Pack. Ein 10er Pack kostet 100 und ein 50er Pack kostet 500. Also für die Garage brauchen wir auf jeden Fall noch 250 Pack. Ja, für die ganzen Schränke und so, ne? Da ist hier eine Lampe. Weil ich den, dass ich das hier cool beleuchten werde. Damit ich auch mal was sehe. Oder der Chat auch mal was sieht. Glaub mir, Beleuchtung kann ich. So. Steht meine Säge jetzt hier? Ich hab die da hingestellt. Ich fand die ganz cool hier. Du brauchst die doch gerade eh nicht. Okay, leg noch Holz. Ich habe Holz gefunden. Das habe ich dir vor einer Stunde oder zwei erzählt, dass hier Holz liegt. Ja, warum hast du dann nicht genommen für deinen Futterdruck? Weil. Du kannst auf mich ewig lang Holz machen schicken, ja? Ja. Warum hat Flecki. Achso. Warte mal. Warum verlieren Flecki und das andere Vieh hier leben? Rein mit euch. In den Stall. Los. Und du auch. Rein hier. Schlafen. Genau. Schlafenszeit. Schlafenszeit. So, die Eier. Das kann ich ja hier fertig machen. Die Eier hier waren ja nicht. Das sieht so cool aus. Oh, ich brauche Futter. Shit, ich muss morgen früh auf jeden Fall irgendwie Money machen. Weil wir müssen. Meinst du, es würde was bringen, wenn wir noch so einen großen Stall hier reinbauen? Da passen 30 Hühner rein. Wir haben gerade keine 30 Hühner. Also. Ne, ich meine jetzt bloß allgemein vom Platz. Wozu? Oder willst du das kleiner machen? Wozu? Ich finde es halt ein bisschen groß. Ich würde es da hinten eher verkleinern. Ich habe schon überlegt, ob wir das hier einfach verkleinern und ein paar Zäune wegmachen. Meinst du hier hinten? Hm. Einfach hier so, hier, bis hier wegnehmen. Hier so. Dann hat man hier. Nee, eine Reihe. Ja, ja, nur die eine hier. Das sind ja immer so riesige Dinger. Aber vorher einen neuen Zaun hin. Warte, wir stellen einen zweiten Stall dann mal nur rein. Ja. Ich meine, so schlecht schaut es jetzt auch nicht aus, wenn der Zaun so lang ist. Wir können es auch erstmal so lassen. Mir ist das wurscht. Hier wird auf jeden Fall noch ein zweiter da reinpassen. Ja. Hast du mehr Eier zum runterschmeißen? Mhm. Du meinst, wir nehmen Verschleiß? Ja. Sieht hier bei der Kuh aus. Kuh schläft, Kuh. Ja, wir müssen auf jeden Fall morgen früh nochmal Futter holen. Ich fahre eigentlich jeden Morgen irgendwie Futter holen, habe ich das Gefühl mittlerweile. Jetzt haben wir nichts. Ja, jetzt ist alles auch aufgefüllt bei den Viechern. Zack, Wasser ist auch überall aufgefüllt. Dann fürs nächste Mal ist Money machen, Metall holen. Ich habe schon zweimal Käse gerade abgehangen. Ich weiß nicht, ob die andere auch fertig ist.
Gucken wir mal. Ja, alle vier fertig. Jetzt haben wir Käse. Käse. Yes. Ich weiß zwar nicht... Achso, mein Auto ist jetzt hier hinten. Ich weiß noch nicht, was der an Kohle bringt. Aber gut.